Schnaufluch. Miley. Meine Miley. Was ist Ihr Job? Funkepop. Funkepops verwalten. Vor allem so, ihr habt bestimmt vor einer Woche schon im Vlog gesagt, das Regal mache ich heute noch. Es ist immer noch nicht gemacht. Wir müssen jetzt noch kleine Sticker da machen. Ich weiß nicht, ob der da so in Sicherheit ist. Glaube ich auch nicht. Eine Idee, ich mache halt da einen Charakter draus mit dem mit den schwarzen Haaren, da mache ich einen YouTube-Channel. Super. So, ja, aber ich bin like Shakira. Ich bin eigentlich der Shakira ihrer Voice. Achso. Von Gregory Potter wird wiedergegeben. Ich mag ihn nicht an Gregory Potter. Hey Siri. Spiele Lonely. Du hast Don't Stop Believing von Jim. Das ist doch das Don't Stop. Also Spiele mal. Lonely. Payal Royal. Palai. Okay, ich spiele Lonely. Ja. Siri, this was hard. Foto-Location suche für mich. Foto-Location und TikTok-Locations für mich. Da sitzen überall in die Autos Menschen, steigen nicht aus. Holen wir uns was zum Essen und vielleicht ist noch ein Pick für mich drin. Ja, und dafür bin ich noch für mein TikTok. TikTok Action. Mich da so ein Sticker von mir. Ja. Vor allem, der hat seine Seiten abhinkt, das stimmt gar nicht. Ja. Wirklich, ja. Shit. Entschuldigung. Bist du der Max Chromatica von TikTok? Bist du der TikToker Max? Entschuldigung. Bist du nicht die von YouTube? Bist du nicht Verena Schizophrenia? Entschuldigung, bist du nicht der Max Amphetamin? Oh, da riecht es noch Döner, voll gut. Bist du nicht Verena Schizophrenia? Yes, that's me. Bist du nicht Apfelkuchenpussy? Ja, yeah, that's me. Cupcake Massacre? Cupcake Dinosaur Kuss. Papierkorb. Max Krum, Max. Max Amphetamin. Max Dinosaur. Cupcake Massaker bei bsmparty.de. Du warst schon Fame, da war noch gar keiner Fame. Ich glaub, da war echt Fame, oder? Ja, schon. Ich hab Papierkorb in der Partylist. Oh, fuck. Ob der irgendjemand zuschaut, der das noch kennt? Ich glaube nicht. Doch, ich glaube schon. Ich glaub nicht. Es ist immer, bei mir ist immer jemand dabei, der schon so lange dabei ist. Wobei das eigentlich jemand sein muss, der ja von der Gegend da ist. Ich glaube, so weit geht es nicht zurück, glaube ich. Das ist schon, das war ganz eine andere Ära. Schon lang, aber ich Ich muss dann auch noch fahren, gell? Ja, dann bestell ich schon mal, während du tanken fährst. Oh, it's a Christmas. It's a Christmas. Oh, ich kann mich so an das gewöhnen, wie ich gerade ausschaue. Ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Ich fühle mich erwachsen. Wie so ein Adult Emo. Ein erwachsen gewordener Emo. Ein bisschen wie ein Domino. Nur die Lücken im Pony ringt mir auf.
Disco-Feeling. Oh. Disco-Feeling. Das erste Mal 2020. Disco-Feeling. Fühlst du's? Disco-Feeling. Okay, geh wieder heim. Magst du auch eine aufsitzen? Dann kannst du Wig snatchen. Und dann vor allem. Sagst du das? Das kommt vom Blondieren. Ja, das war bei mir die ganze Haut ab. Beim letzten Blondieren war das bei mir auch so. Ich hab nie Schuppen, aber nach dem Blondieren. Alter, aber brutal, gell? Da ist schon mal Öl oder so. Weißt du, da herum ist es gerade schon. Überall sonst nicht. Aber da herum hat es mir auch richtig weh da, nachdem wir fertig. Also einen Tag später hat es mir da herum richtig weh da. Und was haben Sie USM bestellt? Ich hab gehört 5 Gerichte. Hi Leute, ich bin gerade bei Chantal im Auto. Sie ist gerade bei der Post und ich dachte mir, ich melde mich mal kurz. Ich habe mich gestern ja gar nicht so richtig gemeldet. Und ja, ich sitze jetzt hier. Wir fahren jetzt. Sie muss an die Arbeit. Sie nimmt mich mit und ich gehe kurz an die Arbeit. Ich muss heute nicht arbeiten, aber ich gehe kurz hin, weil ich habe für die Arbeit einen Adventskalender gemacht, wo jeden Tag so 4-5 Stück Süßigkeiten drin sind, weil dann kann ich das nämlich. Also dann hat jeder was. Also wenn wir zum Beispiel alle sind, dann kann jeder, hat jeder jeden Tag eine Süßigkeit. Und das sieht so aus. Also das sind so. Ich habe das hier bei Nanunana gekauft und das ist so eine Kette zum Aufhängen und hier sind halt immer so Hanuta, Milky Way, KitKat, Bounty, Kinderriegel, ja, jeden Tag so ein kleines Säckchen voll Süßigkeiten. Ich habe hier mal Nägel mitgebracht, weil ich nicht weiß, ob wir die in der Arbeit haben und das mache ich jetzt. Und ich habe gerade festgestellt, ich habe mein Handy vergessen zu Hause. Also ich bin ja nicht lange unterwegs, aber ich habe mein Handy vergessen. Boah, Runners Me, ich muss mich mal wiegen, du. Boah, Leute, ich muss echt wieder anfangen. Runners Me, du verfälschst das Ergebnis. No! Scheiße! Was mir so richtig beschissen.
Ja, Leute, ich weiß, richtig dummer Move, gerade noch die Waage und jetzt ein Stück Pizza. Aber das ist jetzt mein Mittagessen. Ich habe heute noch nichts gegessen. Es ist jetzt 14 Uhr und das ist noch übrig von gestern. Es war noch mehr übrig gestern, allerdings habe ich alles Max mitgegeben, außer dieses eine Stück hier. Und das werde ich jetzt essen und dann weiß ich gerade noch nicht, was ich noch mache dann. Also ich habe noch gerade keinen direkten Plan. Ich habe es euch ja vorhin schon gezeigt. Ich bin ja schon längst wieder zu Hause. Ich wollte gerade erzählen, dass ich wieder zu Hause bin. Wie dumm. Ich habe jetzt die Pizza gegessen, saß dann noch ein bisschen dämlich einfach rum. Aber ich habe mich jetzt aufgerafft und jetzt habe ich drüben aus meinem Schrank Sachen. Also ich habe jetzt schon was vor die Tür gestellt und zwar so ein komischer Karton, den habe ich rausgestellt, weil den habe ich immer für die Katzen hier stehen gehabt, aber die haben jetzt hier noch einen und einen, der muss jetzt, das ist nur, da ist nur irgendeine Post angekommen, aber ich hebe halt die Kartons immer auf, weil die Katzen sich da reinlegen und jetzt haben die hier noch einen und den zweiten, den habe ich jetzt rausgestellt, der kommt jetzt zum Müll. Und dann habe ich noch so ein Fitnessgerät, so ein Stepper ist das, den habe ich jetzt auch rausgestellt, das trage ich gleich alles runter, weil den verschenke ich, den stelle ich einfach in den Flur und meistens nimmt sich das dann jemand mit. Und jetzt komme ich hier dazu als nächstes, dass ich von diesem Regal hier diese Tür ausbaue, weil die werde ich im Bad dann anbringen, weil ich habe ja hier dieses Vierer-Kallax-Regal und dann habe ich das gleiche in weiß ja im Bad stehen, nur halt mit vier Fächern nach oben hin. Und da wird diese Tür, weil diese Tür allein hat schon 25 Euro gekostet und ich habe die ja noch gar nicht so lange, die werde ich dann im Bad anbringen, weil dieses Regal hier werde ich verkaufen. Ich weiß, es bricht mir irgendwie. Miley! Psst! Was machst du? Weil ich weiß nicht. Ich weiß jetzt schon, dass ich dafür nirgendwo richtig Platz haben werde. Und ich will auch in der neuen Wohnung dann nicht alles irgendwie so. Hier passt es halt auch gut rein mit dem Rosa. Aber ich will dann nicht mehr so viel Rosa. Und von daher glaube ich, passt das dann nicht mehr. Und von daher muss ich mich jetzt davon trennen, auch wenn mir das richtig weh tut, weil das war halt echt lange mein Videohintergrund. Das war schon mein Videohintergrund in Straubing und jetzt war es jetzt die letzte Zeit hier mein Videohintergrund. Und das habe ich einfach schon so lange irgendwie. Traurig. So Leute, das habe ich jetzt alles aussortiert. Also diese Blumen, dann so Sachen vom Balkon. Ups. Und ja, so ein paar so Deko-Sachen. Und das stelle ich jetzt mal in den Gang. Vielleicht kann das wer gebrauchen. Wenn nicht, muss ich es entsorgen. Und hier ist noch so dieser Stepper. I don't need that. Chase your tail light.
Molly, schau mal, das ist der Marilyn Manson. Ein ganz, ganz groß. Schön. Molly, geh raus! Molly, kannst du bitte rausgehen? Okay, danke. Das ist so eine richtige Throwback-Schachtel von Schmuck und Ketten und oh mein Gott, das ist einfach so alt, oh Gott. Oder diese Kette hier. Diese Schleifen hatte ich früher immer in den Haaren, oh mein Gott. Oder diese Hello Kitty Kette, das ist so alt. Das ist jetzt, das ist locker schon, die habe ich locker schon 12 Jahre. So Leute, es ist mittlerweile 10 wahrscheinlich, oder? Ja, genau 10. Und ich bin jetzt soweit. Fertig ist man nie, aber jetzt reicht's. Ich habe heute echt viel geschafft. Ich zeige euch gleich noch was. Aber wisst ihr, was gerade mein Problem ist? Ich war vor einer Woche Passbilder machen, weil mein Ausweis ist abgelaufen. Und ich habe gerade eben, also vorhin, Passfotos gefunden, die ich letztes Jahr für einen Reisepass gemacht habe. Ja, die sind halt vom letzten Jahr. Und dann habe ich letzte Woche neue Passbilder gemacht und ich finde die nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich die hingelegt habe. Also ich hatte jetzt nicht vor, irgendwie die nächsten Tage zum Pass machen zu gehen. Also ich kann mir da, es geht jetzt noch, ich kann mir Zeit machen. Ich bin am Überlegen, ob ich das einfach in Berlin machen soll dann. Aber selbst wenn, ich finde diese Bilder nicht mehr. Der hat mir die nämlich auch über E-Mail geschickt und das muss ich jetzt mal gucken, dass ich das hoffentlich noch abrufen kann. Aber ich habe jetzt die Bilder nicht mehr gefunden, aber ich habe die von dem letzten Jahr gefunden und das sind diese hier. Und ich denke mir, zur Not müsste ich dann das hier nehmen. Naja, ich zeige euch jetzt mal, was ich heute alles geschafft habe und ich muss mir die hier auf jeden Fall an einem Platz machen. Am besten hier zu den anderen Sachen, die noch so erledigt werden müssen, weil, ja, damit ich die nicht auch noch verlege. Also ich fange hier direkt an. Ich habe dieses Eck, ich hatte ja hier die Bilder, die habe ich jetzt mal weggemacht. Ich habe ja die Bilder von dieser A Star is Born Schallplatte hier in diesem Bilderrahmen, habe die Bilder alle rausgemacht und in die Schallplatte wieder gemacht. Und jetzt habe ich das hier noch so stehen. Hier ist es auch ziemlich leer geworden, weil ich habe auch dieses Regal bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Und dann steht da nicht mehr so viel drauf. Ansonsten, dieses Eck kennt ihr ja schon. Ich werde jetzt, glaube ich, nachher noch diese Lichterketten hier abmachen, weil ich schalte die eh nie ein und stelle mir hier noch meine anderen beiden Adventskalender her, die mit Schokolade, weil morgen geht's ja los. Was habe ich noch gemacht? Ich habe hier ziemlich ausgeräumt. Okay, das sind noch Sachen, aber das sind halt so meine Unterlagen, die brauche ich immer und noch ein paar Bastelsachen. Aber ansonsten ist hier ziemlich leer. Dann, wenn wir hier rausgehen, hier steht noch ein bisschen so Sachen, die noch weg müssen. Hier ist ziemlich leer geworden. Das habe ich jetzt alles schon abgemacht. Und hier hängen jetzt eigentlich nur noch die Ketten, die ich so trage. Und was habe ich denn noch gemacht? Ah ja, genau. Hier an der Pinnwand hingen halt viele Bilder und so Sachen. Und das habe ich jetzt auch alles abgemacht. Und ansonsten aber nichts mehr. Genau. Hier ist jetzt dieses Eck. Und Max hat mir jetzt Sachen gebracht, also zumindest in diesen beiden Tüten, die ich für ihn verkaufen soll. So, als ob ich nicht schon genug zu tun habe. Naja, ich muss auf jeden Fall bald mal wieder ein Story-Sale machen und genau. So Leute, und jetzt werde ich mir wahrscheinlich irgendeinen Milchreis nehmen oder so und den noch essen. Ich hatte heute nur dieses Pizzastück. Und jetzt werde ich irgendwas machen, was auf jeden Fall nichts mehr dreckig macht, weil es ist die Küche hier. Die ist so sauber. Hier ist alles, das ganze Geschirr ist ausnahmsweise mal weg und so. Also die Küche ist richtig tipptopp. Von daher, heute wird höchstens nur noch ein Löffel in die Hand genommen und das war's. Ich sage an der Stelle jetzt Dankeschön fürs Einschalten. Hoffentlich hat es euch gefallen. Sorry für mein... Ich aussehe schon wieder, oh mein Gott. Naja.
Für mich geht es jetzt auf die Couch. Morgen muss ich erst um 2:30 arbeiten. Von daher, ich kann jetzt noch ein bisschen wach bleiben, ein bisschen chillen. Und dann sage ich Dankeschön fürs Einschalten. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Leute, weil ich gerade einfach mal dran denke oder mich endlich mal strecke, das mache ich jetzt noch. Zurück. Endlich, meine Güte. Your turn.